Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel GameAccounts. Heute mal ohne Intro, heute auch nur ein kurzes Video, weil ich einfach nur mal ein bisschen davon erzählen möchte, was denn jetzt der aktuelle Stand ist, bin ich auf der Gamescom, was geht da und vieles, vieles mehr. Und das werde ich in dem heutig eher ein bisschen kürzeren Video alles klären. Let's go! Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ja, oh mein Gott, zum Aufnahmedatum ist schon der 7.8. heißt es, dauert. Ich habe ein bisschen auf den Tag genau. Heute haben wir also Montag. Morgen in 2 Wochen ist es soweit. Die Gamescom in Köln geht los. Zumindest ist da ja am 22. Abend die Opening Night. Und dann ab Mittwoch ist für uns Creator Status auf die Gamescom. Und ich bin, kann ich stolz sagen, offiziell, dieser wieder als Creator auf der Gamescom unterwegs. Bin somit an allen Tagen vor Ort auf der Messe. Ihr könnt gerne euch mit betreffen und vieles mehr. Auf der Messe, dazu sage ich dann gleich mehr. Nur eben erstmal die schöne Nachricht, ich bin dieses Jahr wieder auf der Gamescom da. Und zwar an allen Tagen, heißt ich bin angefangen mit Dienstag am Abend schon bei der Opening Night live und schaue mir die an. Das wird sehr, sehr wild werden. Da freue ich mich schon sehr drauf auf das Event. Neben der Gamescom Opening Night Live wird es dann noch ab Mittwoch dann eben so richtig auf die Messe gehen. Mittwoch ist ja erstmal so der Fachbesuchertag, so der Tag, wo man halt so Termine hat und es einfach generell die Messe anschaut und schaut, was da so gibt. Werde ich dann auch so einen kleinen Gang durch die Messe machen, wo noch nicht viel los ist und einfach mal die ersten Eindrücke liefern. Was gibt's für Stände, was ist da los? Vieles mehr alte typische Messe. Tour. Das ist für den Mittwoch geplant. Ja, und ab Donnerstag ist der erste Public-Tag, wo ich mich dann auch mit Zuschauern treffen werde. Dazu sage ich gleich mehr, wie das Ganze dann abläuft. Erstmal aber noch so ein Programm. Ich werde nicht dieses Jahr von der Gamescom Livestream oder irgend. Also keine Games, ich werde kein Turnier oder sowas machen. In den vergangenen Jahren hat es eine Mario-Kart-Smash-Turniere. Das nicht. Ich werde vielleicht immer mal wieder Livestream von der Gamescom, so gut es halt geht mit dem Internet. Das war eine Erfahrung, die mir jetzt auch immer so mehr. Aber hauptsächlich wert ist es meiste mit Vlogs festhalten, die ich dann zeitnah so ganz genau veröffentlicht werde. Und werde da einfach das meiste festhalten von dem, was auf der Gamescom so macht. Ja, wie gerade erwähnt, habt ihr eben auch die Möglichkeit, mich auf der Gamescom anzutreffen. Und dazu jetzt in diesem Videoabschnitt mehr. Ja, wie schon bereits erwähnt, ich bin wirklich Full House in allen Tagen von der Gamescom bis zum bitteren Ende vor Ort. So. Und ich habe mir so gedacht, dass wenn ihr dies Jahr auf der Messe seid, und es war super, wenn ihr mir dazu möglichst zeitnah Rückmeldung, alle, die es so interessiert mit mir zu treffen, Rückmeldung geben könnten per Discord, whatever, schreibt es einfach mal rein, wann ihr da seid. Und dann ist einfach der Plan, dass wir uns einfach irgendwie per PN, Discord, whatever, halt einfach anschreiben und dann einfach so ausmachen, wo wir uns dann treffen und dann treffen wir uns. Und mein Vorschlag wäre, für die, die wollen, dass man einfach durch die Messe pendeln und Sachen anschauen, wie halt die letzten Jahre auch. Man trifft es halt einfach nur so kurz und ja, irgendwie sowas in die Richtung, alles andere macht keinen Sinn. Und dann mal schauen, wie viele Leute überhaupt dies Jahr wieder auf der Messe sein werden. Ich bin gespannt. Man kann sich sonst auch am Nintendo-Stand treffen oder so an für sich. Ich muss nur mal schauen, wie es der Halle da ist. Das weiß ich nämlich tatsächlich gerade nicht mehr auswendig. Upsi. Aber ich gehe davon aus, dass dort sind, wo die immer sind und ich werde, wie immer, ihr wisst es, schon so Nintendo-Kiddy. Nein, Nintendo hat einfach meiner Meinung nach den coolsten Stand, das muss man schon so sagen. Und das werden die auch dieses Jahr wieder haben. Und ich werde da die ganzen Shows dort auch anschauen und sowas. Also ich werde sehr viel meiner ganzen Zeit zu Rest da, meiner Meinung nach, auch am Nintendo-Stand verbringen. Also falls ihr mich sucht, gute Chancen, dass ihr mich beim Nintendo-Stand findet. Und bei einem von den Fressbuden. So. Oder auch in den Flässenhallen, in den Außen-Outer-Bereich, nicht in den ganzen Hallen, das kann es auch sehr gut sein, das muss man auch einfach schauen. So, das sind prinzipiell die Möglichkeiten, wo ich dies halt auf der Messe rumlaufen werde, wo ihr mich treffen könnt oder sonstigen auch so einfach anschreiben, dann wird es eine Lösung finden. Genau. Würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ihr auf der Messe seid, wenn man es dann mal sieht, weil wie gesagt, die Gamescom ist so der Treffpunkt, wo man sich dann so einmal im Jahr einfach so sieht, so. Freuen wir uns drauf, ein paar von euch wieder zu sehen. Genau. Und keine Angst, ihr beginnt, falls ihr uns jetzt nur nicht treffen wollen würdet mit mir wegen Vlogs oder sowas. Falls ihr nicht einen Vlog wollt, einfach sagen, dann bekommt man das dann so arrangiert, dass ihr nicht drin zu sehen seid. Das ist auch gar kein Problem. Wo wir uns aber einfach zu tun sind, freuen ist, wenn ihr dann dabei wärt. Ist es auch dann ein Teil von der Gamescom.
Genau, soweit dazu. Also ihr seht schon, ihr könnt mich an allen Tagen treffen und da ist viel los. Einfach anschreiben und dann sieht es schon das Glätz und das Ganze. Ich habe vielleicht einen oder anderen Termin, aber das bekommen wir auch schon alles geregelt. In dem Sinne, weil ihr noch weitere Fragen habt, schreibt mich gerne an. Ansonsten freue ich mich drauf. Alles ab dem 24.08. auf der Gamescom zu sehen. Bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns auf der Gamescom.